So, das ist dabei. Condemn 2. Weiter geht's auf dem Geisterschiff, Müllschiff, wie auch immer. Hier geistern auf jeden Fall viel zu viele Leute rum, dass es ein Geisterschiff ist. Metal Junkies, 3 an der Zahl, die ich aus dem Verkehr ziehen muss. Rosa ist dort im Raum eingesperrt und jetzt muss ich erstmal überlegen, wie zur Hölle ich das anstelle. Ich meine, ich habe einen verdammten Bolzen hier in meiner Armbrust drinne und einen gewaltigen Magneten und eine Schrottpresse. Ich denke mal, irgendwas in Kombination mit den Sachen sollte mir die Möglichkeit geben, dann die Dinger eins nach dem anderen aus dem Weg zu ziehen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Kann ich denn überhaupt damit Schaden machen? Oh, fuck. Laufen die hier rum? Ich weiß halt nicht, wo die reinlaufen können. Das hat mein Problem. Gerade ist auch nochmal ein weiterer Bolzen neben mir, beziehungsweise eine komplette Armbrust. Heilige Scheiße. Die gehen halt down davon. Mit einem Bolzen. Ey, bleib hier. Mit deiner billigen Plastik-Power-Armor. Kein Scheiß. Ich meine, es ist doof. Ich habe jetzt keinen Bolzen mehr, aber vielleicht finden wir noch irgendwo einen weiteren, eine weitere Armbrust, die hier rumliegt. Wäre schon hilfreich. Müssen wir wahrscheinlich gar nicht erst diesen komischen Magnet hier benutzen. Okay. Zur Hölle kommen die denn her? Wollt mal Hallo sagen. Wir sind auch noch da. Das ist schön. Ich habe noch einen am Holster hängen, aber leider kein Bolzen mehr drin. Okay, dann muss ich wahrscheinlich den letzten ein bisschen anders aus dem Verkehr ziehen. Ich brauche jetzt keinen Schaft. Ein Schaft hilft mir gerade echt nicht weiter. Ich denke mal, dass das hier die Kontrollplattform ist. Ganz cool bleiben, vielleicht bemerkt das nicht. Typen einfach grabben. War ja kein Scheiß. Oh, bisschen weiter rechts. Gott, das wird furchtbar, den zu treffen damit. Einfach hin und her stiefelt. Bleib mal hier an der Stelle, vielleicht läuft er durch. Na, andere Richtung, bitte. Wo ist der Kollege? Alles gut? Oh, fuck. Gar nicht gut, aber er hat mich nicht gesehen. Also, alles in Ordnung. Noch. Oh, yep, 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 yep. Jawoll! Sehr gut. Hast du gut gemacht. Und jetzt nehmen wir ein hartes Bad. Um euch darüber bringen. Mit Freuden. Und tschüss. Noch der Metall-Junkie. Gut. Ein Problem weniger. Jetzt können wir uns mit Rosa treffen. Die sich da hinten eingesperrt hat. Tür ist auf. Schauen wir mal, wie sie reagiert, wenn wir ankommen, denn ich meine, sie ist vor uns weggelaufen. Ja, vielleicht ein bisschen zurecht. I'm sorry. What happened earlier? Wasn't your friend. Stay here. Investigate Sound. Kann man so viel sagen, sind wahrscheinlich leider keine Wahlgesänge. Aber das wäre entspannt und nicht gruselig. Ach, komm schon. Okay, bevor ich weitergehe, liegt hier irgendeine Waffe rum vielleicht. Irgendwas, mit dem ich verteidigen kann. Muss ich wirklich nur mit den Fäusten da reingehen, verdammt Scheiße. Rosa, vielleicht deine Waffe mir geben, wenn ich schon gehen muss. Wenn ich schon Mann spielen muss. Oh, das komische Geräusch, schau mal nach. Denkst du, wir haben Bock, da rauszugehen? Nicht wirklich. Aber gut. Gehen wir es an. Ist ja
Echt ein seltsames Geräusch. Okay. Okay, das ist ein ganzer Haufen. Fuck. Okay. Oh, jetzt muss ich mich mit der Nagelpistole verteidigen. Unendlich Schuss mit der Nagelpistole. Absoluter Hammer, Mann. Ich nagel euch wie noch niemand zuvor, glaubt mir. Ist es nicht ein gutes Gefühl, zur Marmelade verarbeitet zu werden? Heilige Scheiße. Wie viele sind es denn? Ich glaube, wir sind echt auf ein Nest gestoßen. Und Mami Insekten-Alien ist echt nicht froh darüber. Du Fucker, wer bist du denn? Nimm die Nägel. Muss eine Handvoll Nägel ins Gesicht werfen. Und Mami Insekten-Alien hat echt schlechte Laune. Stay still, you're losing a lot of blood. I need to get up. I need to keep moving. I don't think that's a good... We need to get you to a hospital. I'm going up top to call for help. You stay right here. Rosa! You'll be okay. Don't worry. No. Trust no one. Don't let them get to you. I won't. Now just sit tight. I'll be right back. Oh, glaub mir, ich lauf nicht weg. Von wegen, Mann. Ich kann zwar nicht laufen, aber ich kann mich in den komischen Container setzen und mich irgendwo hinfahren lassen. Okay, Mission Complete auf dem Bronze-Level. Ja, es war jetzt nicht die wirklich Bilderbuchart, den Level zu machen, aber es hat funktioniert. Unlocks your natural ability to perform a powerful sonic voice attack that causes enemy heads to explode. Okay, finde ich gut. It's been a long road, hasn't it? I thought I killed you. I represent all your demons, Ethan. Alcohol was just one of them. What now? Acceptance. Of what? That I'm a freak? That I'm slowly losing it? To some degree, yes. Your hallucinations are an unfortunate side effect of their influence. It's what they want you to experience. But it's not real. I'm not real. Vox Remedium Unis. The voice, the remedy, the one. That's what's real. Enough! I don't want to hear it. It's what you are. It's what the Oro fears most. Many have died to protect you, Ethan, including your parents. No. Acceptance, Ethan. Acceptance. Das muss echt nervtötend sein, wenn deine inneren Dämonen anfangen, dich voll zu labern. Alter, erinnerst du dich an mich? In der 4. Klasse? Piesack dich den ganzen Tag mit dem Stock von der Seite. Muss echt nicht sein. The Peninsula, wir kommen der Sache immer näher. Gibt's den Hinterausgang?
Voice attack, a very powerful ability has awoken in you. To initiate, rapidly press L1 and R1 until sonic blast is released. Okay. Heilige Scheiße. Okay. Was gab euch? Das ist mal ein Auftritt. Nicht übel. Direkt mal die Waffen hier schnappen. Okay, easy. Sind wir erstmal gut rausgekommen? Was erzählen die schon wieder über mich? I've been given a chance to speak. They have me strapped to a metal table and some. They say that I might have some of it. Where? Where? What? Oh God! They're gonna cut me open! They're gonna cut! Ja, damit zurück ins Studio, glaube ich. Hat er dann doch noch ein Ende gefunden? Was sind das eigentlich für fluoreszierende Kabel am Boden? Oh shit, das ist der komplette Katzenpipi-Vorrat der ganzen Stadt. Katzenpipi leuchtet unter Schwarzlicht. Das ist ein Fakt. Na gut. Folgen wir mal den Katzenpipi-Rohren, wie auch immer. Heilige Scheiße, okay. Ich muss nicht besoffen sein, um normal zu zielen mittlerweile. Was ich extrem schön finde. Hier wäre es dann irgendwann wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, Alkohol zu finden. Wobei, ich hätte es eigentlich ganz einfach machen sollen. Okay, wir müssen noch runter, wie es aussieht. Folg den Rohren, Ethan. Was zur Hölle, Mann. Overload all oral devices. Aber lieben gern, wie zur Hölle mache ich das? In Tank pinkeln? Ah, fuck. Du bist verrückt davon. Ah, hier. Vielleicht muss ich es lang genug im roten Bereich halten. Ah, sieht gut aus. Da geht nicht nur die Framerate down, sondern ich glaube auch dieses komische Ding da vor mir. Jawohl. Mal schön überladen, die Scheiße. Cool. Geh mir bitte aus dem Weg. Ich habe gerade echt Wichtigeres zu tun, als mit einem Pilzkopf zu boxen. Ich weiß, meine Prinzessin ist in irgendeinem anderen Schloss, das ich niemals finden werde. Deswegen, geh mir nicht auf die Klöten. Oh, hi. Ist er down? Nicht wirklich. Aber das ist Sonic Device, glaube ich. Sonic Emitter? Nein. Kann natürlich auch sein, dass es... Oh, das ist mir lieber. Einfach nur so ein weiteres Oro-Ding ist. In giant empty ship's hulls. It's a no man's land and frequently visited, except by those assigned to offload the many junk barges that cross the river every day. It's a ghostly place that for the past century has warded off unwanted guests by simply being what it is, a graveyard. Jetzt, wenn mich das stören würde, Mann. Ich war saufen mit Leuten, die Teer zu sich nehmen. Glaubst du wirklich, dass mich das abschreckt? Siehste, dachte ich mir, okay. Das glaube ich wirklich einfach nur. Der Weg, den wir hier. Ja, wir müssen wirklich einfach nur den Dingern folgen, wie es aussieht. Duckt er sich auch noch, verdammte Scheiße. Das war ein guter Move. Das war ein guter Move. Nur um 3 Sekunden mehr Leben geschenkt. Ah, fuck, fuck. Beim Nachladen erwischt er mich. Ehrenlos, Mann. Schon ein bisschen ehrenlos.
Na gut, von eurer Ehre muss ich gar nicht erst anfangen. Lass uns weitergehen, bevor wir hier wieder festsitzen. Okay. Bisschen Abstand vielleicht. Hier kann ich definitiv nicht durchgehen. Es ist halt immer das Gleiche. Es hat nicht nur ein Gegner. Ficker, nimm das Ding. Das hat irgendwie die komischen Xenomorph-Typen. Dann hast du hier SU. Dolan, the Motherfucker. Irgendwelche Hare Krishna-Typen, die irgendwie sich auf den Schlips getreten fühlen. Oh Gott, alter Alkoholkonsum. Er denkt dann an die Kinder, überlad die Scheiße, jetzt komm. Das ist die nächste rote Stufe. Jawohl. Volle Power voraus. Ich fühle mich echt, als wenn ich helfen würde. Das ist der Wahnsinn. Nice. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwie Pillen übrig gelassen habe. Nein. Keine Pillen. Was ein bisschen blöd ist. Energie eigentlich ganz nice wäre. Ich kann auch eine zweite Waffe mitnehmen. Die auch noch voll machen. Wie auch immer. Wird schon klappen. Katzenpipi folgen. Und da haben wir einen Speicherpunkt. Also falls wir drauf gehen, halb so wild. Wir kommen hier wieder mit voller Energie raus. Und Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Schießen ihn noch kurz in den Anus. Bup. Oh Gott. Ich bin da ausgelöst. Kettenreaktion. Vielleicht haben die einfach nur Verstecke gespielt. Kann auch sein. Wir schauen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Schauen, ob wir SKX finden und Dorland. Bin auf jeden Fall gespannt. Freut euch auf eine neue spannende Folge Condemned 2. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Bis dahin. Haut rein.